Hey Internet, Alex hier. Sehr schön, dass du da bist, denn ich möchte heute eine Frage sehr schnell beantworten, die ich letztens per Facebook zugeschickt bekommen habe. Und zwar, Alex, wie komme ich aus der Freundschaftszone? Wie komme ich aus der Friendzone raus? Und bevor ich dir sage, wie du da rauskommst, zuallererst mal, wie zur Hölle kommt man überhaupt in die Friendzone rein? Naja, du kommst in die Friendzone rein, indem du dich wie eine Pussy verhältst. Punkt. Denn an irgendeinem Punkt wird die Beziehung zwischen Mann und Frau, wird die Möglichkeit bestehen, dass eben diese Beziehung auf ein nächstes Level gerät, nämlich auf ein intimes Level. Das heißt, die Frau wird dir irgendwann Signale geben, dass sie etwas von dir will und dass sie auch bereit ist, dass es weitergeht. Und wenn du eben als Mann nicht ganz klar diese Signale erkennst und sagst, ah, okay, cool, wir können die Beziehung aufs nächste intime Level bringen, wir haben uns jetzt vielleicht ein, zwei Mal gedatet und jetzt wäre es vielleicht mal Zeit für einen Kuss oder für einen weiteren Move oder was weiß ich, dann wird die Frau recht schnell Respekt für dich verlieren und auch sagen, okay, check, Friendzone, alles klar. Das heißt, sie wird dich im Prinzip weniger respektieren, sie wird dich nicht mal als sexuellen Partner ansehen, wird dich nicht mal als Möglichkeit ansehen, auf ein intimes Level zu kommen. Sie wird dich aber tolerieren, zum Beispiel zum Schuhe shoppen gehen. Das ist ganz lustig immer noch für sie. Das ist für beide ganz lustig oder für dich vielleicht eher weniger, wenn du in einer Friendzone bist und du eigentlich was von ihr wolltest, aber nicht die Eier hattest, naja, ihr das klar zu sagen oder klar zu zeigen. Denn du hast die Signale nicht gelesen oder hast vielleicht einfach nicht die Eier, dann, naja, sie zu küssen oder auf ein intimeres Level zu gehen. Und wie kommst du jetzt aus der Freundschaftszone raus, aus der Friendzone raus? Ganz ehrlich, ich würde es gar nicht erst versuchen. Ich habe es noch nie geschafft, ich kenne keinen, der es jemals geschafft hat. Und es ist auch eine Sache, warum überhaupt versuchen? Ich meine, es ist ein Mädel, es ist eine Frau. Jetzt kein Disrespect gegen alle Mädels da draußen, keine Sorge, ich mag euch alle. Aber es ist im Prinzip eine spezifische Frau, ein spezifisches Mädel. Wenn du in einem Land lebst, hier in Deutschland, naja, wo wir knapp 80 Millionen Einwohner haben, wenn du in Österreich lebst, vielleicht nicht ganz viele, in Schweiz auch nicht ganz so viele, und wir sind immerhin auf der Welt mit 6, 7 Milliarden Menschen. Du willst mir sagen, dass da kein anderes Mädel bei ist, was dich auch interessiert? Nein, ich will nur die eine. Ich will nur die eine. Nein, willst du nicht. Du willst nur die eine, weil du nicht weißt, wie du andere Mädels kennenlernst, wie du andere Frauen kennenlernst, wie du andere Frauen für dich gewinnen kannst, wie du mit anderen Frauen eine tolle Zeit verbringen kannst. Deshalb willst du die eine. Es ist ganz einfach, naja, rara sunt cara, das, was rar ist, hat sehr viel Wert. Und für dich sind in dem Zusammenhang vielleicht eher Frauen sehr rar. Du hast nicht viele, so viele weibliche Beziehungen, nicht viele weibliche Bekanntschaften und weißt nicht, wie du viele Dates bekommst. Deshalb lern es, wie du mit Frauen generell gut wirst. Heißt, date 10 andere Frauen und schau, wie sehr du dann das eine Mädel noch möchtest, mit der du jetzt in einer Freundschaftszone bist. Wahrscheinlich nicht mehr so doll. Und wenn immer noch, dann würde ich mir Gedanken machen, ob es nicht wirklich eine hammerkrasse Frau ist, wenn du 10, 15 andere Frauen gedatet hast oder vielleicht noch mehr und da war keine einzige bei, die du irgendwie toll fandest. Dann würde ich mir Gedanken machen. Aber vorher, date erstmal ein paar andere und schieb das erstmal zur Seite. Denn warum die Mühe machen, aus der Freundschaftszone zu kommen, wenn es gibt so viele tolle Frauen da draußen. Lern erstmal ein paar andere davon kennen und dann kannst du immer noch sagen, okay, probier es doch nochmal bei der oder habe ich jetzt jemand anderen gefunden, der vielleicht noch viel, viel besser zu mir passt. Hey, cool, dass du noch dabei bist. Und bevor du wegschaltest, ich schenke all meinen Abonnenten meinen kompletten Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, dann schau doch mal hier unter dem Video, da findest du einen Abo-Button. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und dann auf meine Kanalseite gehst, dann findest du dort ein Video, wie ich dir genau zeige, wie du in 3 einfachen Schritten auf meinen Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins, komplett kostenlos zugreifen kannst. Wirklich, komplett kostenlos. Das ist mein Geschenk an dich, mein Dankeschön an dich. Und wenn du gerne noch mehr sehen möchtest, dann schau auch mal hier unten, da findest du noch einen Link zum letzten Video, genauso wie einen Link zu meinem kostenlosen E-Mail-Coaching, wo du dich eintragen kannst und dann bekommst du in regelmäßigen Abständen von mir E-Mails mit neuem Content, mit Übungen, wo wir all deine Lebensbereiche wirklich konkret durchgehen und du hast auch persönlichen Kontakt zu mir. Das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann kannst du das darüber sehr gerne machen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mit dir persönlich zusammenarbeiten, Alex, dann kannst du dich gerne für ein privates Coaching mit mir bewerben. Und das kannst du entweder hier über diesen Link machen oder du klickst einfach den Link in der Beschreibungsbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in dem kostenlosen Kurs oder in einem der nächsten Videos oder vielleicht sogar auf einem meiner Coachings. Bis bald.